Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade eben in Thüringen. Falsch. Noch fürs Marsch. Wir machen jetzt weiter und machen Holzarbeiten. Die Kühe sind nur in der letzten Folge versorgt worden. Mit allem, was sie haben wollen. Der andere LKW fährt aber noch und verkauft Gärreste. Und wir machen außer Silage noch Strom. Beziehungsweise wir werden hoffentlich in der Mitternacht die entsprechenden Gelder bekommen. Jetzt werden wir die Zeit wieder auf 5 hochstellen. Ich hatte eine kurze Pause gemacht, aber das Spiel weiterlaufen lassen habe. Ja, Entschuldigung, Kaffee geholt. Ja, der Husten ist furchtbar. So, das ist zu fest und zu zäh. Ja. War auch eine Woche krank. Aber gut, auch wenn das Montag wieder halt läuft, muss ja weitergehen. Dann werden wir ja irgendwann mal einen Holzsammelwagen holen. Oder nehmen wir mal mit den Holzwagen, ne? Kein Thema. Es mag ein bisschen langweilig sein, aber jetzt im Winter ist nochmal Holz mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, die wir haben zum Arbeiten. Geht leider nicht anders. Ansonsten Maschinen warten, reparieren, erneuern. Kann man im Winter auch machen. Aber da wir hier im Prinzip komplett die Karte neu starten, wäre es hier Blödsinn, die Fahrzeuge so alle zu lackieren oder zu waschen. Und dann waschen kann man trotzdem noch lackieren und reparieren auf Standards, dass die wieder 100% sind. Wäre ja ein Blödsinn. Also machen wir mal die nächsten beiden Tage Holz. Kühe nebenbei noch versorgen, dass die ihr Futter haben und Stroh und Wasser. Einmal werden wir noch Milch verkaufen, wir haben noch ein bisschen Milch da. Weil meine Kühe geben ja Milch, weil ich ja einen Teil schon hatte, bevor Season aktiviert wurde. Ob das gut war oder schlecht, das weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich Milch. Die will ab und zu mal verkauft werden. Das mache ich halt, wenn so ein LKW voll ist, geht halt weg. Ich weiß auch nicht genau, wie ich mit dem anderen Spiel, Survival Mist heißt das Spiel, wie oft ich das machen werde. Das weiß ich auch nicht genau. Ich muss einmal 2 Folgen machen, die ich online stellen werde. Und dann sehen wir weiter. Wenn es eine gewisse Nachfrage gibt, mache ich mehr. Keine. Muss ich aber die Reaktion abwarten, ob es nach und nach welche gibt. Und wenn die Nachfrage entsprechend groß ist, dann kann ich mir auch vorstellen, das mehr zu machen. Auch in der Woche. Erst einmal am Wochenende 2. Mal sehen, 2. Zum nächsten Wochenende hin. Das heißt, heute ist der 5. Oktober. Das heißt,
sieben Tage weiter. Muss ich rechnen, das wäre peinlich. 12.13 Uhr oder so. Ja, ich glaube, diesen Tag ist es. Montag der 7. Der 10. glaube ich Donnerstag. 12, 13, 14. Ich wollte am Wochenende. Man sieht schon Freitag mal sehen. Ich muss mal sehen, wie viele Folgen ich noch schaffe. Thüringen-Karte, da warte ich mal noch ein bisschen mit der Aufnahme. Weil da möchte ich ja im Prinzip jetzt ab nächste Woche Samstag ja eine neue Karte gern mitmachen. Soll die bis Freitag oder bis Samstag oder bis Donnerstag nicht da sein oder nicht fertig sein, die neue Karte, Download. Dann muss ich mit der jetzigen Karte zumindest die Samstagfolgen schon mal aufnehmen. Und zu entscheiden am Freitag, na, sind die Aufnahmen Download da oder nicht. Und wenn nicht, mache ich Freitag wieder zwei. Heißt für mich persönlich ein bisschen mehr Stress. Aber da machen wir auch aktuell Holz. Also sind wir genau das gleiche im Winter wie hier. Und ich möchte auch gerne den Umzug im Winter fertig machen. Das heißt, ich möchte hier keine Ernte anfangen, beziehungsweise eine Aussaat beginnen. Und hinterher hätte ich gerne mir die Zeit erspart. Ne? Im Mist fällt ich auch Bäume. Aber mit der Axt. Oder mit dem Beil. Aber hat andere Gründe, nicht wegen Holz. Weil man ja auch heizen muss, ne? Beziehungsweise Feuer für Wasseraufbereitung. Ist interessant. Mal was anderes. Man muss alles mehr oder weniger selbst bauen nachher. Und man hat natürlich unfreundliche Nachbarn, ne? Die nennen sich Banditen. Die schießen scharf. Das heißt, um den mache ich einen großen Bogen. Und ja, mal sehen. Und da gibt es auch noch Zombies, ne? Die tauchen immer Nebel auf. Wenn Nebel auftaucht, dann muss ich in Sicherheit bringen. Und so eine lieben Tierchen wie Bärchen, die einen gerne auffressen würden, ne? Aber die Bären sind auch meine Beute, ne? Weil die rennen ja nicht weg, die kommen ja zu mir. Und das macht es ein bisschen leichter, die um die Ecke zu bringen. Aber ich will auch nicht so viel vorher erzählen. Hier geht es viel um Sammeln, Sammeln, Sammeln. Was die alle übrig lassen haben. Es geht darum, dass eine große Geschichte dahinter steht. Dass es eine große Epidemie war mit Viruskrankungen und ich als Überlebender halt immun bin und die alle nicht immun waren, sind leider tot und sind Zombies und die einen wiederum alle an die Wäsche wollen, warum weiß ich auch nicht. So. Der Wald ist ja bald weg, ne? Also bis erstmal. Ich hab die Zeit nicht gedrückt. Ich bin nur gefolgt. Naja gut. Preis schätzen. Naja. Das wollte ich ja gerade vermeiden, dass es eine extra lange Folge gibt. Naja, ein paar Bäume noch fällen, dann ist auch wieder Feierabend für heute. Aber Aufnahme läuft. Das kommt ja auch schon mal vor, dass ich eine Aufnahme nicht gemacht habe. Ich rede und rede und rede und nichts ist passiert. Ne? Also von der Aufnahme her.
Brumm, brumm. So. Machen wir noch zwei Bäume. Dann haben wir es gerade wieder geschafft. Auch wenn wir zeitmäßig einigermaßen in die Reihe kommen will. Also nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Ja, ist ja verkauft auch fleißig. Der verdient nicht viel, aber immerhin. Ne? Die macht's immer, die Masse macht's. Nur einen Baum machen wir noch. Ein schön gerader Baum. Schön spitz, wie der Speer. Entschuldigung. Warmes Trinken. Daneben. Ja, sogar spitzt die Bäume hier. Ne? So, liebes Bro, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, die Fragen war nicht so kurz. Dann seid mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Bald sehen wir uns mal wieder. Bitte, ciao.